Also, nach der kurzen Pause kümmern wir uns jetzt darum, warum ist es denn so wichtig, dass wir uns angucken, wann hat der Staat gehandelt und wann befinden wir uns in der Weimarer Republik. Da müssen wir uns erinnern, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn ich noch richtig informiert bin, 25.07.2012 irgendwas entschieden hatte zu den Überhangmandaten und dort dann in der Urteilsbegründung nur reingeschrieben hat, dass eben seit 1955 nicht der gesetzliche Gesetzgeber am Werk war. So, und diese Begründung, die wird immer in der Veröffentlichung weggelassen. Soweit ich weiß, ist aber drin. Aber ich habe das Urteil noch nicht im Original. Ich habe immer nur das Urteil gesehen, aber die Urteilsbegründung, die über einige Seiten ist mir noch nicht im Original. Ich habe immer bloß abgeschriebene Texte gesehen. Es ist die Frage, ist es Original oder ist es eine Fälschung? Aber es lässt sich ja rauskriegen. Man kann alles, was die Bundesrepublik jemals veröffentlicht haben, über das Auswärtige Amt bestellen. Jetzt ist mal die Aufgabe, wäre ja für die Bundestagswahl mal wichtig, ob wir denn überhaupt auf einer ordentlichen rechtlichen Grundlage arbeiten. Und da hat jemand in Chemnitz einen Verwaltungsstreit gemacht, und zwar im Chemnitzer Amtsverwaltungsgericht. Und hat gesagt, naja, ich habe meine Wahlbenachrichtigung oder die Wahlergebnisse erst einen Tag später erhalten, wie angeblich die Presse ausgeteilt worden ist. Und da hat das Verwaltungsgericht gesagt, naja, wir geben im Prinzip die Veröffentlichung der Wahlergebnisse zum Druck. Und wie lange die dann brauchen, um das Ding zu drucken und zu verteilen, haben wir ja nicht unter Kontrolle. Wir haben im Prinzip das veröffentlicht und damit ist es bekannt gemacht. Und da hat er gesagt, nö, bekannt gemacht ist, wenn ich es erfahre, wenn die Zeitung bei mir im Briefkasten ist. Und bei mir war es nachweislich einen Tag später erst drin. Und das hatten wir dann auch überprüft, weil wir dann Leute gefragt haben, wann haben sie denn die Zeitung gekriegt? Und die haben gesagt, nee, ich habe es auch erst einen Tag später im Briefkasten gehabt. So, und jetzt war das Problem, dass das wohl dann einen Einspruch gegeben hat. Und der zweite Sargnagel an der Geschichte war, dass der Richter einräumen müsste, dass es keine Gesetzgebung gibt, die die Gemeinde dazu zwingt, die Korrektheit des Melderegisters zu prüfen. Es gibt in der ganzen Bundesrepublik kein Gesetz, was die Gemeinde verpflichtet, die Korrektheit der Melderegister zu prüfen. Also, ob wir überhaupt heute die Staatsangehörigkeit deutsch haben können oder nicht. Und wenn wir seit 1955 bis heute gewählt haben, müsste man doch irgendwann einmal die Anzahl der Wahlberechtigten bestimmt haben. Sonst kann man doch nicht wählen. Wenn ich nicht weiß, wer wahlberechtigt ist und im Prinzip ein Gesetz zur Anwendung bringen, was überhaupt nicht ausgefertigt ist, verwende es aber schon zum Wahlen, muss ich mir doch sagen lassen, dass die Entscheidungen, die dort getroffen sind, nicht auf einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung passiert sind, sondern eben durch eine Parteiendiktatur. Das muss man einfach mal so in den Raum stellen. Und der nächste Argumentationspunkt wäre, die Bundeswahlkommission, die entscheidet, wer an einer Wahl teilnehmen kann und wer nicht, wird auch nur von Parteien besetzt. Alle, die dort mitstimmen, sind im Prinzip Mitbewerber. Oder Bundeswahlleiter wird vom Bundestag bestimmt, also von den etablierten Parteien. Und wenn er sagt, über mir ist nur der Himmel, muss ich sagen, nee, über dir ist der Bundestag. Und der entscheidet, ob er jemanden reinstellt, der kritisch ist und der wirklich sich an die Gesetze hält, oder jemand, der einfach der Parteidiktator hörig ist und alles macht, was sie wollen. Und wie oft haben wir den Bundeswahlleiter angemahnt, dass wir in unseren Wahlen behindert werden? Wir haben eine Wählervereinigung gegründet, weil wir wollten nicht Partei sein. Da haben wir festgestellt, dass Parteien in der Weimarer Republik erst entstanden sind. Kaiserreich wurde eine Partei immer als Vereinigung von Gleichgesinnten gesehen. Also ist sozusagen Vereinsrecht. Die wollen zusammen, natürlich den Bauer Hugger zum Bürgermeister machen. So, und wenn die sich alle einig waren, hat das staatliche Recht die so als Vereinigung Gleichgesinnter gesehen, aber nicht eine Partei. Und hat denen auch nicht die Verantwortung abgenommen. Also wenn die sozusagen ihn reinbringen wollen, weil er was physisch mit Drogen handelt oder irgendwas Illegales gemacht hat, so ein Mafia-Boss, da und sich verschworen haben, um das Wahlergebnis zu manipulieren, dann werden die schon zur Verantwortung gezogen. Aber was passiert denn heute? Die Bundeswehr ist der größte Drogendealer ever. Die haben die Möglichkeit, das Zeug in palettenweise in den Militärflughafen hier reinzuholen und weiter zu verkaufen. Da gibt es sogar ein Gesetz, dass niemand, auch die Drogenbehörden, dort nichts kontrollieren darf. In den Militärflughafen ist es absolut tabu. Da frage ich mich, warum muss denn der große Weltpolizist dafür sorgen, dass Drogen, die in einer eigenen Gruppe vertickt werden, nicht untersucht werden? Ist es überhaupt legal, was die machen? Ja, und Trump hat jetzt mal gesagt, dass das aufhören muss, weil der CIA im Prinzip durch die Bewachung der Drogenfelder, das ist also unsere Interessen, die Strukt da unten in Afghanistan verteidigt, also der bewacht die Drogenfelder, damit die CIA die abernten kann und damit sozusagen am Kongress vorbei Waffenhandel betreiben kann. Das sind die deutschen Interessen in Kundus. Ja, und da kann man doch, wenn man eine freiheitlich-demokratische Grundordnung hat und wenn man nicht mal mit Mikrogramm
Drogen im öffentlichen Straßenverkehr erwischt werden darf, weil man sonst die Fahrerlaubnis auf ewige Zeiten los ist und die Drogen das ja, über ein halbes Jahr hinweg so einen Drogenkonsum feststellen, da fragt man sich, wozu sind denn die riesen Palettendrogen eigentlich gut? Fragt man sich. Naja, der US-Kongress müsste alle Militäreinsätze und Force Flex ja genehmigen. Und es ist natürlich schlecht, wenn man, sagen wir mal, keine Truppe hat, die bei entscheidenden Anschlägen immer die Parteiausweis an die richtige Stelle legt. Also, dass das der islamische Terrorist war oder dass der Parteiausweis beim Reichstagsbrand einem an der richtigen Stelle liegt, dass da ja nicht Feuer fängt, aber auf jeden Fall gefunden wird. Und dass bei einer Explosion so im World Trade Center natürlich auch immer die richtigen Ausweise an der richtigen Stelle liegen, die richtigen Leute das auch finden. Und ja, das muss ja alles irgendeiner bezahlen. Irgendeiner muss ja der Nachrichtensprecher mal sagen, dass das World Trade Center eingestürzt ist, obwohl das Live-Bild hinten noch zu sehen ist. Das muss ja irgendeiner sich überlegt haben. Das hat sich natürlich ein bisschen in der Uhrzeit geirrt, weil das war halt, stand noch, aber es ist eben halt nur live auf Bild. So, und da fragt man sich, was ist denn da los? Naja, beim Aufbau des World Trade Centers gab es damals eine Baugenehmigung. Da wurde eine Abrisseinrichtung wurde da vorgefordert. Ne? Da wurden also in allen drei Gebäuden wurden sogenannte Ground Zero Boxen installiert. Da konnte man eine kleine Atomwaffe dort unten reinstellen und konnte das kontrolliert abreißen. Das war also das Konstruktionsprinzip von den drei Dingern. Die Steuerung für diese Anlage war in dem World Trade Center 7. Also die Zündvorrichtung ging unter die zwei Türme und die Steuereinheit war das WDC 7. Das wurde nie von dem Flugzeug angeflogen. Das ist einfach umgefallen, das Haus. War es weg. So, und damit hat man im Prinzip die Beweise vernichtet. Und die interessante Geschichte, unter dem World Trade Center war noch ein Tresor und dort lagerte große Mengen Gold. Und die hat derjenige, der am nächsten Tag vor dem US-Kongress wegen Steuerhinterziehung aussagen müsste, das Gold dort rausräumen müssen. Noch. Deswegen konnte der Anschlag auch eine Ehe passieren, das musste also alles genau getimt sein. Und an dem Tag hat man auch die US-Lufthoheit mal ausschalten müssen, weil es wäre ja fatal gewesen, wenn die anfliegende Flugzeug von der US-Verteidigung abgeschossen worden wäre. Also wurde an dem Tag mal die komplette Luftverteidigung der USA deaktiviert. Das kann natürlich so ein islamischer Terrorist, da kann der einfach mal anrufen. Also schaltet das mal bitte ab, weil es wird sonst gefährlich mit der Fliegerei. So, also wer den Schwachsinn glaubt und denkt, dass es die offizielle Sache irgendeiner Wahrheit folgt, dem kann ich auch nicht helfen. Aber wenn wir wissen, was die Kanzlerakte bedeutet, dass wir eben keine Hoheit über die Medien hier haben, da könnte man sich fragen, ist denn vielleicht in den USA das auch so, dass die auch nicht die Wahrheit erfahren? Könnte man drüber debattieren. Fakt ist aber eins, dass man bei einem Brand nicht radioaktiv verseucht wird. Ich denke mal, da geht jeder mit, der früher mal Physik hatte, Leistungskurs Physik, dass ein Brand keine Radioaktivität erzeugt. Aber beim Ground Zero war es anders. Die waren nämlich die Feuerwehrleute und auch die Rettungskräfte waren alle schwer verstrahlt und mussten dann Jodtabletten einnehmen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Bei jeder freiwilligen Feuerwehr kriegen die alle Jod. Bloß man kennt sich ja verstrahlen bei irgendeinem Brand. Ne? Und da muss man sich schon fragen, was da los ist. Und da gab es einen Herrn Kolesow, der hat die sogenannte dritte Wahrheit rausgefunden. Der hat gesagt, bei einer unterirdischen Atomexplosion sieht man von dem Atomblitz gar nicht. Man sieht nur, dass das Zeug im Prinzip zu Staub zerfällt und einfach runterfällt. Und wenn man die Außenteile von dem World Trade Center so sieht, wie das also rausragt, Metallteil, man sieht das Metallteil, das ist immer in der Luft zu Staub zerfällt und runterfällt. Also das ist ja das, was wir jeden Tag beobachten, wenn im Garten mal was umfällt. Der Haken umfällt, da zerfällt die zu Staub. Ja? Also solche Sachen verkauft man uns. So, und jetzt ist die Frage, wenn Trump nur versprochen hat, dieses Ding aufzuklären, warum macht er es denn? Er ist doch jetzt im Amt. Er könnte jetzt auch sagen, ich kenne die Leute, die das gemacht haben, weil ich habe ja nur in meiner Unternehmensposition genug Informationen eingesammelt, weil ich muss ja auch ein bisschen wissen, mit wem ich Geschäfte mache und was weiß ich. Hier sind die Akten, behaftet die Leute. Naja, hängt eben auch an seinem Leben, sage ich mal. Ja. Und solange wie eben die öffentliche Ordnung oder die ganze Sache eben durch Logen kontrolliert wird und jetzt im Prinzip auch der Vatikan, ja, also der Chef vom Vatikan ist ja gleichzeitig Chef der Jesuiten. Und die Jesuiten haben eine lange Tradition bis ins Mittelalter. Das war eine Spezialeinheit des Vatikans, der sogenannte Giftmörderorden. Ja, die haben also alle umgebracht, die sich dem Vatikan kritisch geäußert haben. So, die wurden dann irgendwie vergiftet. Da gab es einige Astronomen, die das zeitliche gesegnet haben, die am geozentrischen Weltbild oder am geforscht hatten. Die wurden dann plötzlich krank. Tycho Brahe wäre da so ein Problem. Ja, guckt da einfach mal rein. Da gab es dann einen Herrn Kopernikus, der dann plötzlich die Schriften geübt hat, die er also da verfasst hatte, weil er gesagt hat, irgendwas stimmt mit unseren Planetenbewegungen nicht. Ja, eine interessante Geschichte. Also eine lange Tradition und heutzutage hat man also den schwarzen Papst und den weißen Papst.
vereinigt. Und das wird uns jetzt so als der Hüter der Weltreligion verkauft. Also man will im Prinzip jetzt erreichen, dass die sich alle lieb haben und sozusagen eine große Vereinigungskirche darstellen, allerdings unter der Oberhoheit der katholischen Kirche. Da muss man sich überlegen, wo kommt die katholische Kirche her? Na, die ist immer entstanden aus der babylonischen Kirche. Und dann ist die Frage, wie viel haben sie denn davon übernommen? Na, kann man sagen, im Prinzip alles. Wir haben im Prinzip ja bloß einen christlichen Mantel drüber gestoben. Also die Hostie ist aus dem babylonischen, die Kopfbekleidung ist aus dem vatikanischen, das IHS ist aus dem babylonischen. Ja, der Kalender, die ganzen Feste, das Weihnachtsfest, babylonisch, nicht christlich. Ja, und dann ist die Frage, kann man jetzt im Prinzip von diesem Gesichtspunkt aus im Prinzip jetzt im ganzen Volk diesen Glauben verordnen? Also zum Beispiel festlegen, dass der Sonntag jetzt der kirchliche Feiertag ist. Eigentlich nicht. Wenn wir mal Religionsfreiheit hätten, hätte jeder die Freiheit zu sagen, ich hätte da gerne Mittwoch oder ich hätte gerne den alten Kalender wieder. Es geht aber nicht. Wenn du Gewerbetreibender ist, darfst du am Sonntag nicht aufmachen. Es sei denn, du hast einen Kaffee, was also ja, auch Sonntag aufmachen kann, oder ein Taxiunternehmen, was auch Sonntag fährt, aber alle anderen Geschäfte werden geschlossen. So, und damit macht man eine Huldigung eines alten babylonischen Kultes, das mit den christlichen Traditionen, die uns hier immer seit Luther verkauft werden, nichts zu tun haben. Es wurde auch das Volk nicht gefragt, wurde einfach gemacht. So, undemokratisches Zustandekommen von irgendwelchen Entscheidungen hat sich dann bis in die Neuzeit fortgesetzt. Kohl zum Beispiel. Kohl hat den Euro eingeführt, ohne jemanden zu fragen, ob er das überhaupt wollen. Wer wollte denn damals die D-Mark aufgeben? Da hat sich mal der Fernsehsender Premiere die Mühe gemacht und hat am Vorabend der Euro-Einführung eine unverschlüsselte Sendung, die hieß 0137. Da war Roger Willemsen, glaube ich, Moderator, da hat die immer moderiert und da hat er mal gefragt, wie viel wollen denn eigentlich jetzt die Euro-Einführung? Da kam raus, 65% wollen das gar nicht. Da habe ich gesagt, wie kann denn das sein, wenn gegen eine Mehrheit der Bevölkerung das einfach umgesetzt wird? Die haben das am Folgetag trotzdem gemacht, obwohl das eine repräsentative Umfrage war. Und ist nur 10.000 Anrufe, weil die haben ja alle nur die Sendung geguckt. Das war das Einzige, was du von einem 7. bis zum 8. war ja unverschlüsselt. Jo, man hat es halt eingeführt. Jetzt merkt man, dass das nicht funktioniert, weil der Euro halt keine Einlöseverpflichtung hat. Und wir haben jetzt im Prinzip nicht mal eine Währung, weil ja niemand dafür haftet. Die EZB hat gesagt, die haften nicht für die ganzen Schulden. Und da wurde uns gesagt, ja, wir müssen aber eine gemeinsame Lösung finden. Die ganzen Staatsschulden, die gehen ins Unermessliche. Wir sind ja schon bei 13 Billionen Schulden. Da sagen wir, welche Schulden hatten der Kaiser eigentlich aufgenommen? Der Kaiser vertritt den Staat. Also der muss ja im Prinzip unterschrieben haben, dass irgendwo ein Haushaltsplan seit 1918 beschlossen worden ist. Ist ja nicht passiert. Die Parteien haben das Geld ausgegeben. Die haben mehr Steuern eingenommen, als der Staat vorgesehen hat, weil die kaiserliche Gesetzgebung hat nur zugelassen, Steuern zwischen 4 bis 10% und es gab gewisse Umstände, wo du bis 14 bezahlt hast. Aber da müsstest du selber schon wie König verdienen. So, also der normale Mittelstand hat maximal 4% bezahlt und wer da sich nicht mal zum Mittelstand rechnen konnte, hat gar nichts bezahlt. So, mit dem ganzen Geld, was dazwischen der staatlichen Steuer und dem, was uns abnehmen ist, hat man im Prinzip die Besatzungsmacht, die 100 Jahre im Prinzip durchgefüttert. Man darf ja nicht daran denken, die Besatzung geht ja seit dem Ersten Weltkrieg, nicht seit dem Zweiten. Ja, die Weimarer Republik ist eine Besatzungsmacht für den Staat. So, da hat sich nichts geändert. Ich habe mal so Hochrechnungen gesehen, 120.000 Tote alleine mit den Hungersnöten erzeugt, die in den Jahren von 1919 bis 1924 entstanden sind. Wobei ich bezweifle, dass die Zahl stimmt. Ich denke eher, die muss man nach oben korrigieren. Die Weimarer Republik hat auf dem Staatsgebiet Krieg geführt. Der Kaiser war im Zweiten Weltkrieg gar nicht beteiligt. Wieso müsste denn der Staat Reparationen zahlen für einen Krieg, wo der gar nicht beteiligt war? Der Erste Weltkrieg ist auch nicht vom Kaiser ausgegangen. Österreich-Ungarn und Serbien hatten einen Konflikt, weil Serbien das Kronprinzenpaar angegriffen hat. Und dann wurden Verträge aktiv, die noch vom alten Bismarck standen. Bismarck ist eine schillernde Persönlichkeit, wurde vom Volk sehr geschätzt, hat aber zwei Hobbys gehabt. Er hat nämlich auch noch in der Loge gedient. Und die hat schon damaligen Zeiten, also 60 Jahre bevor dieser Vertrag gebracht worden ist, eine Änderung in die Gesetzgebung eingebracht, die zu dem Beistandsvertrag geführt hat, wodurch dann Österreich-Ungarn das Kaiserreich in die Bündnisverpflichtung rufen können. Sonst wäre das nämlich gar nicht möglich gewesen. Da hätte der Kaiser sagen können, nee, also wenn hier zwei erschossen wären, dann lassen wir hier keinen Krieg vom Stapel, wo Millionen sterben. Na, da hätte er sagen können, wir machen jetzt eine Staatstrauer, wir können den Terrorismus eh nicht bekämpfen. Na,
Und wir finden die Verantwortlichen und stellen die vor Gericht, was auch immer da passiert. Hofverrat, der Wiener Hofrichter hätte es dann schon geklärt. Ist nicht passiert. Jetzt ist die Frage, wer hat denn an dem Ersten Weltkrieg gestrickt? Bismarck ist also mitverantwortlich, dass es passiert ist. So. Und wir wissen heute aus den Archiven, dass Bismarck auch an der Tötung der königlichen Familie beteiligt war. Er wählte die kaiserliche Linie ein. Und Kaiser ist von der Kirche eingesetzt, der König vom Volk. Ja? Der König Saul ist immer das Musterbeispiel, wie König eingesetzt wurde. Da haben sie das Volk gefragt, wollt ihr über ihn haben, der über euch herrscht und eure Söhne zum Militär verpflichtet und eure Töchter sozusagen den Mächtigen übergibt. Und das ganze Volk war, ja, wir wollen. Und ja, dann der alte Samuel hat ihn dann gesalbt und dann ist der erste König entstanden. Und nach dieser Blaupause sind später alle Könige gesalbt worden. Ja, die katholische Kirche hat eine ganze Reihe Könige gesalbt. Außer die deutschen Kaiser, die wurden protestantisch getauft. Zumindest Kaiser Johann II. So, was ein bisschen schlecht war, war die Kaiserkrönung in Versailles. Das hat die Franzosen ein bisschen in Rage gebracht. Das hätte man anders lösen müssen. Aber gut. Fakt ist, dass die Kirche hier in die deutschen Staaten reinregiert hat, obwohl sie das nicht durfte. Es gab damals die Goldene Bulle, das ist also eine Vereinbarung zwischen Staat und Kirche über dessen Trennung. Ne? Die Kirche sollte über die Wahrheit herrschen, also die sollte immer die Wahrheit rausfinden und die Wahrheit predigen, der Staat sollte sich um den Staat kümmern. Und da ist dann dieser böse Spruch entstanden, halt du sie dumm und wir halten sie arm. Also der Adel hat dafür gesorgt, dem Volks Geld abzusaugen und der Klerus hat dafür gesorgt, dass sie nicht dahinter gekommen, von wem sie eigentlich ausgebeutet werden. So, und der Klerus hat dann immer gesagt, ihr müsst auf eure Hoheiten da achten. Das sind die von Gott gewollten. So, in der Zwischenzeit hatten auch einen Vertrag gemacht. So, und die Goldene Bulle hat sich dann fortgesetzt im Prinzip in den Verträgen, die nacheinander aufgebaut worden sind. Und es wurde im Prinzip die deutschen Länder wurden durch den Adel verwaltet. Die waren nur Verwalter. Und als Verwaltungsfunktion hatten die eben auch ihre Honorare zu kriegen. Und das sind eben die 10%, die sie eben dort von ihren Einnahmen für ihre eigenen Zwecke wegnehmen würden. So, und was hat man heute gemacht? Heute hat man im Prinzip uns in die Position des Treuhänders geschickt und sich selber hat man als Begünstigten eingetragen. Also Der sogenannte Staat nimmt sozusagen aus dem Lehen die Einnahmen und erklärt uns zum Treuhänder und gibt uns maximal 10%. Das ist das, was dir bleibt, wenn du im normalen Arbeitsleben Steuern und Abgaben bezahlst. So. Aber wer hat denn das gestattet? Wer hat denn gestattet, dass man uns zu juristischen Personen macht, um uns mit einem Personalstatus, weil wir ja die Treuhänder sind, zu enteignen? Wer hat denn das bestimmt? Welches Volk hat denn gewollt, dass unsere Bundesstaatenangehörigkeit weggenommen wird? Hat doch keiner beschlossen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir sie wieder? Ja, wir kriegen sie wieder, indem wir sagen, alles, was nach dem 27.10.1918 stattgefunden hat, war Putsch. Illegal zustande gekommen. Und auf den Rechtsstand können wir es wieder zurücksetzen. Weil wir sind nicht gefragt worden. Es gab keinen Volksentscheid, dass der Reichstag Gesetzgebungskompetenz hat. Das ist nie passiert. Es gab auch zu den Verfassungen keinen Volksentscheid. Die 1871er Verfassung ist nur von einem Gremium entstanden. Und da ist die Frankfurter Loge da federführend gewesen. Auch die 1848er war eine Kreation der Frankfurter Logen. Das ist nicht vom Volk ausgegangen. Dass man dann später noch mal ein bisschen dran rumfrisiert hat, zum Beispiel das Bild vom Hambacher Fest, hat man alle Flaggen rumgedreht. Also wenn er heute mal in der Zeitung irgendwas über das Hambacher Fest nimmt, da sieht er, dass die alle mit BRD-Flaggen rumlaufen. Aber im Originalbild, was noch im Albertinum hängt, wenn ich es noch richtig erinnere, sind die Flaggen noch umgedreht. Ne? Also oben Gold, unten Schwarz. So. Ist ja interessant, dass man das tauscht. Ne? Und es gab mal vor nicht allzu langer Zeit eine Gerichtsverhandlung in Stolberg, da hat uns der Professor aus Jena erklärt, die Bundesrepublik, die würde schon im 18. Jahrhundert gegründet worden sein, weil der Bund ist schon so alt. Da muss man mal überlegen, was der Bund ist. Im Bund ist im Prinzip eine katholische Unterorganisation. Das ist das, was man angemeldet hat als Machtinstrument. Und dieser Bund tritt in die Rechte und Pflichten ein. Das hat mit der Bundesregierung gar nichts zu tun, haben wir herausgefunden. Ist immer interessant. Deswegen tut der Papst so regelmäßig beim Bundestag mal aufschlagen und sagen, na, der Chef muss eben auch mal reden. So, und ich gehe mal davon aus, dass durch die Pfändung, die dem Vatikan ereilt hat, eben diese deutsche Staatsangehörigkeit nur ein Pfändungszettel ist. Und das der Grund ist, weshalb wir hinten auf unser Autos Pfändungsmarken drauf kleben. Weil die Gemeinden ja auch gepfändet wurden als Unterorganisation. Und deswegen werden sie auch so böse, wenn man auf die blaue Werbefläche
dort eine andere Flagge, eine Staatsflagge drauf macht. Ne? Zum Beispiel kann es ja kein Verbrechen sein, wenn wir alle so souveränen Staat sind, wenn wir die Staatsflagge auf unser Autokennzeichen drauf machen. Also wir könnten ja zum Beispiel in Sachsen die Königreich Sachsen-Flagge mal drauf kleben. Das ist schon mal interessant, was da passiert. Theoretisch können sie nicht dagegen vorgehen, weil man müsste den Kaiser zum Nazi erklären, um zu sagen, das sind die schlimmen grauen Rechten. Ja, aber der Kaiser, das funktioniert nicht. Ja, oder man macht eben die Bundesstaatenflagge von Sachsen drauf. Das ist noch lustiger. Das ist hier grün-weiß und dann mit dem Königswappen. Ja, wäre mal eine Sache. Aber am Ende hängt alles im Prinzip an den Siegelrechten. Ja, also der Stefan von Ratzeburg hat ja mal gesagt, ja, ich verfüge ja über die richtigen Dokumente, das sind auch alles Originale. Ich könnte ja im Prinzip den Friedensvertrag aushandeln. Und da hat dann einer gesagt, ja, du brauchst doch gar keinen aushandeln. Warst du dann im Krieg beteiligt? Sagt er, nö, hast du recht, muss ich eigentlich nicht machen. Und die Habsburger wurden gefragt, würde er denn so ein Dokument anerkennen? Und da haben die nur gesagt, ja, wenn es richtig Siegel drauf ist, wird man das anerkennen. Wollen wir aber erst mal sehen. So, also es hängt im Prinzip alles an den Siegelrechten. Das Recht, das originale Siegel vom Staat verwenden zu dürfen. Und wenn man Staatsangehöriger ist, müsste man eigentlich vom Staat einen Ausweis kriegen. Dort müsste das staatliche Logo drauf sein. Also müsste auf jedem sein Reisepass das Siegel des jeweiligen Bundesstaates drauf sein, was am 27.10.1918 Bestand hatte. Also in Sachsen wäre Königreich Sachsen. Ja, und dann hatte jetzt einer, der im öffentlichen Dienst angestellt war, hat einen Personalbogen ausfüllen müssen und hat dann reingeschrieben, Königreich Sachsen als Staatsangehörigkeit. Dann haben sie gesagt, ja, das ist aber keine gültige Staatsangehörigkeit. Da hat er gesagt, ja, das Gesetz gilt doch noch. Gucken Sie mal aufs Ausfertigungsdatum an. Das Ausfertigungsdatum von dem Gesetz ist der 22.07.1913. Und ich habe den Originaltext, und der geht auch ein bisschen anders wie das, was die haben. Da haben sie bestimmt einen Fehldruck. Und jetzt gibt es natürlich eine Reiberei, weil er ja sagt, das ist die gültige Staatsangehörigkeit, das ist nach dem Gesetz so und Sie haben ein gefegtes Gesetz. Also im Prinzip, wo dort das Ausfertigungsdatum noch da ist, aber der Gesetzestext geändert worden ist. Und die Änderung ist an entscheidenden Stellen passiert. Man hat nämlich im Prinzip eine Regelung gefunden, wo eine Maus, die im Pferdestall geboren wird, zum Pferd wird. Das ist wieder der natürlichen Ordnung. Ja? Also jeder, der es im Prinzip nach Deutschland über die Grenze schafft, ist Deutscher. Das kann ja nicht sein. Wenn ich im Iran über die Grenze läuft, ohne Visum, da muss ich fest damit rechnen, dass ich verhaftet werde. Ganz schlimm wird es in den Vereinigten Emiraten, ja, weil dort die Visa-Regelungen noch krasser sind. Dort kann sich also nicht mal ohne Sponsor niederlassen, das geht nicht. Ja, wenn das dort auch alles böse Nazis sind, da hat sich aber die Frau Merkel noch nicht dazu konkret geäußert, wahrscheinlich darf sie es nicht, aber uns wird das eben angedichtet. Das kann ja nicht sein. Wenn der Staat noch so ist und er handlungsfähig ist, liegt es also nur am Verwaltungsakt. Ja? Was ist denn los? Ja, wir sind geboren. Also niemand wird bestreiten, dass wir geboren sind. Wir sind keine juristischen Personen. Die juristische Person ist nur ein Stück Papier. Wir sind aus Fleisch und Blut und nach kaiserlichem Recht ist das eine natürliche Person. Und nach den Regeln der Weimarer Republik, die haben ja jeden Begriff genommen und haben eine Spiegelwelt erzeugt. Also die haben aus Wahrheit Lüge gemacht, aus Freiheit, sagen wir dazu, Sklaverei. Und Personen haben sie den Begriff übernommen, aber eine völlig andere Bedeutung reingelegt. Sodass sich, wenn sich zwei über die gleiche Sache unterhalten, der eine aber in der Denkweise des Staates ist, der andere in der Denkweise der Weimarer Republik, es keine Verständigung möglich ist. Also wenn der Sender und der Empfänger einen unterschiedlichen Code haben, dann können die sich nicht verständigen. Wenn die sich doch verständigen, kommt nur Mist raus. Das ist Absicht. Man guckt in die Protokolle der Weisen von Zion, da steht drin, dass sie herrschen über die Symbolverwirrung. Das staatliche Siegel ist nichts anderes als ein Symbol. Wenn man das verändert, hat man einen neuen Staat. Ne? Also wenn ich das kaiserliche Siegel vom 27.10.1918 verändere und mache ein neues, ich drehe zum Beispiel bei dem preußischen Adler unten die Federn rum, merkt man gar nicht. Ich habe im Original gesehen, da gibt es den preußischen Adler, da sind aber unten die Federn anders gedreht. Da hat man gesagt, ja, da gibt es zwei verschiedene. Da gibt es immer einen von der königlichen Linie, einen von der kaiserlichen Linie. Und dann gibt es Versuche der Weimarer Blick, das Ding so zu verfälschen, dass es nicht gemerkt wird. So, aber man guckt sich einfach altes Originaldokument vom Kaiser Wilhelm an, sieht dann dort, wie der Vogel aussieht. Und dann müsste man ein Referendum über die Siegelrechte in Preußen machen. Und da muss man sich dran überlegen, es gab doch diesen Vertrag von Kalisch. Wenn Preußen irgendjemand einbürgern will, muss es über den Rustag passieren. Es kann also kein König von Deutschland geben, weil er kann von sich kein Gruppenbild machen. Er kann sich 26 Mal hinstellen und sagen, wir haben bestimmte Einbürgerung zu. Und dann machen wir hier so ein Panoramafoto und dann macht er mal, ja, passt so. Geht nicht. Es müssen
alle 26 Könige wieder her. Ne? Und das, was Fitzek sich ja überlegt hat, so könnte man vielleicht ein Königreich aufbauen, so geistliches, aber es funktioniert von der Gesetzgebung her nicht. Ne? Wir brauchen also 26 Verweser. Verweser ist ein Verwalter in einer besonderen Vertrauensposition. Das hat man früher als Verweser erkannt. Neuerdings taucht das auch der Begriff in Kreuzworträtseln, in bunten Illustrierten auf. Da fragt man sich, aus welchem Grund. Wissen die schon was? So, also der Verweser setzt im Prinzip den König, also Vertreter des Königs, und der darf ausfertigen. Ne? Der darf auch Einbürgerung zustimmen und der kann auch Amtmänner ernennen. Und man kann auch Amtmänner notstandsrechtlich ernennen. Notstandsrecht von 1913-14 besorgt, Notstandsleiter ist, wer als Notstandsleiter tätig wird. So, und wenn man wählen will, braucht man Wahlberechtigung, also muss das festgestellt werden. So, früher war es so, dass der Bürgermeister gesagt hat, hier Amtmann, kümmere dich mal darum, dass wir eine Wahlkommission hinkriegen, die gucken, wer an dem Ort wahlberechtigt ist, dann sind die losgezogen und gefragt, bist du hier geboren, zeig mal deinen Heimatschein her und so weiter. Dann haben sie das Ding im Rathaus ausgehangen, dann wurde die Wahl gewählt und dann hat man einen Amtmann, einen Schutzmann und eben den Rat eingesetzt. So. Da wir aber keinen Amtmann haben, der sagen kann, du machst jetzt die Wahlkommission, ist die einzige Selbstermächtigung, die wir brauchen, im Interesse des Staates, das Volk zu fragen, wer würde denn in der Wahlkommission mitmachen? Wer würde das prüfen von jedem Einzelnen, der hier wohnt, ob er denn rechtmäßig Deutscher ist? Ja? Es geht nur darum, ob er nach den Regeln vom Kaiserreich 1710-1718 die Erfordernisse erfüllt, um gewählt zu werden oder als Kandidat zu kandidieren. Die ganzen Parteien würden da erstmal ausfallen, weil die im Prinzip feinstaatlich verordnet sind. Ne? Parteien, in der Geschichte der Weimarer Republik. Weimarer Republik ist der Feinstaat zum Staat. So, also Parteien können niemals einen Staat erzeugen. Ne? Also ein Nichtstaat kann immer nur ein Nichtstaat folgen. Also ein Besatzungskonstrukt wieder nur ein Besatzungskonstrukt. Ein Huhn kann immer nur ein Huhn erzeugen. Ein Trabant wird immer nur ein Trabant erzeugen. So, demzufolge kann aus einem Feinstaat nie ein Verweser kommen. Der Feinstaat kann nie ein Gesetz ausfertigen, weil Ausfertigungskompetenz ist Verweser. Aber Weser muss treu zum Kaiser stehen. Ich kenne keinen Richter und keinen Amtmann in der Bundesrepublik, der sein Eid auf den Kaiser geschworen hat. Die haben alle auf Grundgesetz geschworen. Grundgesetz inkludiert aber die Weimarer Verfassung, also eine Feinstaatenverfassung. Ebenso ist es bei allen Verfassungen der Freistaaten so. Alle Freistaaten haben die Weimarer Verfassung zumindest teilweise inkludiert. Und damit kann auch aus der Länderverfassung, die aus den Länderverfassungen der Freistaaten kommen, nie Verweser kommen. Auch die Landräte können nie in eine Verweserposition kommen. Die können nur Notstandsleiter sein. Aber Notstandsleiter müssen sich an die Gesetzgebung halten, die schon besteht. Also an die Gesetzgebung vom 27.10.1918. Das ist der Punkt. So, und das haben wir dem Landrat erzählt und da hat er mir gesagt, ich mach's nicht. Ich mach's einfach nicht. Ich fertig das nicht aus. Wir haben das verlangt, ich habe das verstanden, was sie wollen, aber ich fertig es nicht aus. Die weigern sich also. Die sagen, es gibt keine Gesetzgebung, die die Gemeinde verpflichtet, ordentliche Heimatscheine auszustellen. Aber wir haben den Friedensvertrag von Brest-Litovsk, Artikel 8, da steht drin, dass wir in der Heimat zurückgeschickt werden wollen. Und in der Heimat zurückgeschickt bin ich, wenn ich einen Heimatschein hochhalten kann, der mit einem ordentlichen Siegel vom Kaiser und einer Unterschrift vom Amtmann gesiegelt, möglichst ohne Siegelbruch. Also schön senkrechtes Siegel, ordentliches Siegel aus der richtigen Zeit und eine Unterschrift vom Amtmann, die in den Siegel reinreicht. Damit bin ich zufrieden. Und wenn dort durchsteht, ist Deutschland nach Rostock vom 10.07.1913. Aber mit einem gelben Schein kann ich nichts anfangen. Ein Gewerbelogo ist oben drauf. Das Siegel, der Weimarer Blick, ist ein Gewerbelogo. Dort steht drin, Handel mit ungültigen Urkunden. Also ich habe eine Urkunde, die mir beurkundet, dass ich eine ungültige Urkunde habe. Das ist der gelbe Schein. Ja, das brauche ich nicht. Es ist keine Staatsangehörigkeit, steht auch keine Staatsangehörigkeit drauf. Wenn man genau hinguckt, steht das nicht da. So, aber wenn wir wählen wollen, müssen wir ja, wenn wir was Staatliches wollen, im Prinzip Staatsangehörige haben, die wahlberechtigt sind. Es gibt ja auch Staatsangehörige, die nicht wahlberechtigt sind, die entmündigt sind. Die will man ja jetzt aber auch wählen lassen. Also das soll jetzt auch hallo. Gibt es Gesetzesinitiativen, die das machen. Also Entmündigte wählen lassen. Österreich zum Beispiel ist jetzt ganz modern aufgekocht, weil der Van der Bellen Stimmen braucht, die also ihnen die Mehrheit verschaffen. Ne? Ja, gut. Wie kriegen wir jetzt den Amtmann hin? Na, der Amtmann ist im Prinzip derjenige, der vom Volk, also von dem Siegelgebiet, ernannt wird, rechtmäßig die Siegel aus dem Kaiserreich zu benutzen, damit wieder gewählt werden kann. So, und jetzt muss man sich überlegen, wer wäre denn eigentlich wahlberechtigt und wo wäre denn das Gebiet? Und da sagte mir dann einer, naja, man müsste jetzt mal gucken, wer im Prinzip in dem alten Siegelgebiet wohnt. Das ist doch eine tolle Idee. Dann gucke ich aber in meinen Stadtplan rein, da sehe ich viele Straßen, die es zum Kaiserreich noch gar nicht geben. Dort wohnen Leute, dort wohnen auch Wahlberechtigte. Wie ziehe ich denn meine Wahlkreisgrenzen? Da habe ich die geile Idee,
Dann nehmen wir doch mal die Bundestagswahlkreise. Warum soll ich denn die nehmen? Ich muss sowieso alle wählen. Ich muss in jedem Bundestagswahlkreis wählen. Also fange ich erstmal an und nehme die Straßengrenzen, die im Bundestagswahlkreis ist. Aber ich wähle mit der Rechtsordnung, die am 17.18.1990 gegolten hat. Weil an diesem Tag hätten wir eine Verfassungswahl machen müssen. Wenn das Staatsfragment des Besatzers gelöscht wurde, ist ein Verfassungsnotstand. Dass sie im Handelsrecht eine Handelsorganisation mit Handel von ungültigen Urkunden erzeugt haben, ist doch nicht unser Problem. Das Staatsfragment ist gelöscht. Besatzungskonstrukt in Mitteldeutschland DDR und das Besatzungskonstrukt BRD oder Altbundesländer ist am 17.07. definitiv gelöscht worden. Die Folge war der Eintrag im Bundesgesetzblatt vom 27.09.1990. Dort ist es amtlich drin. Ja, also muss ich darüber nicht diskutieren. Das ist eine Weile dauert, bis es veröffentlicht wird, ist klar. Jetzt ist die interessante Geschichte. Haben wir aber zum Verfassungsnotstand nicht wählen können, müssen wir es irgendwann nachholen. Jetzt müssen wir gucken, wer wäre denn an dem Tag wahlberechtigt gewesen. Nur das sind alle die, die an dem Tag in der BRD oder DDR gemeldet wurden. Egal, ob die Rustag-Deutsche waren oder nicht. Die waren halt gemeldet. Die hätten darüber abstimmen müssen, dass eine Wahlkommission bestellt wird, die guckt, wer von denen hat wirklich die Bundesstaatenangehörigkeit, wer hat es nicht. Wer es nicht ist, kriegt einen Aufenthaltstitel. Oder einen Heimatschein. Oder eine Ausweisungsverfügung. Das sind die drei Möglichkeiten. Wer also hier kriminell geworden ist oder seine Ausweise im Flugzeug runtergespielt hat, der ist illegal hier. Der Illegale gibt es eine einfache Regel, 48 Stunden hast du Zeit, dir eine Himmelsrichtung zu überlegen, dann hast du das Land zu verlassen. Dann kommt die Landpolizei, sammelt dich ein. Da gibt es die Möglichkeit, Unterbringung mit Essen und Unterbringung ohne Essen. Das kann man sich dann noch raussuchen. So, aber Fakt ist, illegaler Grenzübertritt. Und die DDR hatte da ganz straffe Regeln. Illegaler Grenzübertritt in der DDR war Kapitalverbrechen. Wer hat denn die DDR aufgelöst? Die Volkskammer hat das nicht gemacht. Der runde Tisch, den gibt es immer noch. Man hat einfach die Wendegesetzgebung dahingehend manipuliert, indem man so viele Gesetze in diesen paar wenigen Tagen gemacht hat, dass die Volkskammerabgeordneten die gar nicht lesen konnten. Das war gar nicht möglich. So viel Zeit hatten die gar nicht. Die haben es einfach abgestimmt. Aber diejenigen, die die Gesetze gemacht haben, die wussten schon 4 Jahre vorneweg, was da passiert. Und da hat man die DDR überfahren, im wesentlichen Sinne. Also die haben sich im Prinzip Stimmvieh geschaffen, die alles durchgewunken haben und dort waren die eigentlichen Genickbrüche drin. Also dass die Regierungskompetenz der DDR an den runden Tisch ausgelagert wird und der runde Tisch hat der Bundesrepublik erlaubt, die Staatlichkeit zu übernehmen und dafür aber eben auch Staatsanwälte zu erzeugen. Die Bundesrepublik hätte ja auch gar keine Staatsangehörigen erzeugen können. Die Bundesrepublik war immer nur als Bundesrepublik anerkannt. Die DDR hat 2 Anerkennungen von 2 Ländern. Weil ich weiß, Chile und Angola. Angola haben sie deswegen gekriegt, weil sie LKWs runter geschafft haben, die sie da unten für den Bürgerkrieg gebracht haben. Und nach Chile gab es gute Außenbedingungen. Lag vielleicht auch am Honecker. Über die 2 haben sie gekriegt und die Russen selber, weiß ich gar nicht, ob sie die DDR als Staat anerkannt hat. Kann ich nämlich bestimmt halt sagen. Kriegst aber rauszukriegen. Also 2 haben sie und 2 haben sie nur gebraucht. Völkerrechtlich brauchst du nur 2 Anerkennungen als Staat, da wirst du international als Staat gehandelt. Also die DDR konnte als Staat auftreten, wo sie nie Staat war, weil sie nie eine volle Selbstbestimmung hatten. Die Russen haben ja immer reinregiert. Wurde immer erst der Russe gefragt, wenn es irgendwas Schwieriges zu entscheiden war. Die Kommandantur war in Chemnitz, da sind wir hingefahren und gefragt, können wir das so machen? Da hat er gesagt, ja, machen oder nicht machen. So, und das ist keine Souveränität. Die DDR war auch nicht souverän. Aber ist eben so gewesen. So, und jetzt muss man sagen, okay, unter diesen Bedingungen hätte man jetzt einen Verfassungsnotstand gehabt und da hätte man in dieser Nacht wählen müssen. So, dann muss man natürlich sagen, die Generation ist jetzt auch schon im Rentenalter. Man müsste also auch deren Kinder, weil die hätten ja die Staatsangehörigkeit und einen Verwaltungsakt von ihren Eltern übernommen, auch zu Wahlberechtigten machen. Ne? Also wenn die Eltern wahlberechtigt gewesen wären, hätten die Kinder das auch sein müssen. So, das ist genau der Kreis, der hätte über die Siegerrechte abstimmen müssen. Und den können wir heute bestimmen. Wir müssen bloß eine Wahlkommission in den alten Grenzen der DDR machen. Stadtbezirk Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Dresden. Wir haben für Sachsen die 3 Wahlkommissionen. Da haben wir Chemnitz haben wir schon, also Karl-Marx-Stadt haben wir einen gegründet und Dresden haben wir einen gegründet. In Leipzig soll in den nächsten Tagen passieren, sodass Sachsen erstmal geklärt wäre. In Thüringen wollen wir zumindest gucken, dass wir in den Kreisen, wo die preußischen Provinzen liegen, Wahlkommissionen haben. Und zwar separate, die in diesem Gebiet separat sitzen. Und dann gucken wir uns an, wie das alte Thüringen in der DDR-Zeit gegliedert war. Und das machen wir auch im Norden, sodass die Situation 17.07.1990 im Prinzip hergestellt, um die Siegel zu wählen. Sobald wir die Siegel gewählt haben, soll die Wahlkommission das Recht haben,
zu prüfen, wer gehört nach Rostock hierher als Wahlberechtigter, wer nicht. So, und wenn die dann einen ordentlichen Heimatschein haben, hören die Vermutungen aus, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit haben könnte. Und damit sind die Bundestagswahlen, die Landtagswahlen, wie wir sie kennen, Geschichte. Genau in dem Moment. Weil dann die Anzahl der Wahlberechtigten durch die Staatsangehörigkeit, die bestätigte, bestimmt werden muss und nicht durch Vermutung. Weil die Bestätigung ist stärker als eine Vermutung. Und die Bestätigung gegen die Vermutung schützt, muss die Vermutung fallen zu lassen. Na, und die Bestätigung kriegt man dadurch, wenn 10 Leute über die gleichen Dokumente geguckt haben, ob das alles sauber ist, und die alle gesagt haben, jawohl, der ist wirklich nach den Regeln von Rostock Deutscher. So, damit hätten wir Heimatscheine, wären in der Heimat, und wenn wir in der Heimat sind, können wir uns dann mit den Wahlberechtigten, die einen Heimatschein haben, in Verweser wählen, vor Sachsen, vor Preußen, für Reuss. Ne? Thüringen gibt es nicht, im Kaiserreich gab es kein Thüringen. So, und dann müssen wir natürlich auch mal östlich gucken, weil die Grenzen von 1918 sind zu wehren. Da geht also die Grenze, das Kaiserreich geht mitten durch Polen. Und genau in dem Moment, wo das Kaiserreich in Polen wählt, sagt Russland, wir haben ja Gebietsansprüche. Haben die auch schon mal angedeutet, dass sie es machen wollen. Ne? So, und da müssen sich die Polen im Prinzip ein Residenzvisum besorgen, dass sie beide Seiten von Polen bereisen dürfen, weil sonst würde nämlich an der Stelle dort eine Grenze entstehen, die alte Grenze zwischen Kaiserreich und Russland. Ne? Wenn man alte Karten anguckt aus der Zeit von 1918, sieht man, dass Polen gar nicht da ist. Ja, da ist Kaiserreich und danach ist Russland. Ja, und man hat eben versucht, mit der Ukraine-Krise Streit zu sehen in diese baltischen Staaten, damit eben genau die Situation nicht passiert. Aber wenn der Verweser von Preußen einen Soldaten stellt, muss Russland 300 stellen. Und wenn der Zähne stellt, müssen die 3000 stellen. Da kann man sich vorstellen, wie viele Leute waren denn damals in der Volksarmee in Mitteldeutschland, eine ganze Menge gewesen. Die könnten alle eine Mobilmachung ausrufen, indem die sagen, wir sind ja damals als Offiziere verheizt worden von der Bundeswehr, sind mit einem Mindestlohn abgespeist worden sind. Die Volksarmee ist nicht durch den Volkswillen aufgelöst worden, sondern durch politische Interessen aus Westdeutschland. Eine Mobilmachung würde dazu führen, dass ein Faktor 1 zu 300 Russland eine Schutztruppe stellen muss, auch heute noch. Und dann könnte man doch Frau Merkel erklären, dass sie im Prinzip nur Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation ist und dass sie bestimmte die harte Fälle, die die staatlichen Interessen vertreten, den Leuten überlässt, die gewählt worden sind. Und dass das so ist, hat uns der Seehofer erklärt. Seehofer hat uns erklärt, diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden, also brauchen die in Berlin auch nicht sitzen. Und die, die entscheiden, sind nicht gewählt. Das sind die, die im runden Tisch sitzen, die entscheiden, weil die Staatlichkeit nach der BRD exportieren und die sagen den BRD-Politikern, was hier passiert und was nicht passiert. Das ist der Punkt. So. Und wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung untergraben ist, hat jeder Deutsche das Recht, die wieder in Ordnung zu bringen. Und mein Aufruf ist einfach der, wenn ihr schon 13 Millionen Leute seid, die den gelben Schein mit viel Tamtam haben wollen, guckt euch mal den Schein genauer an, ob das nicht ein Fake ist, ob das nicht auch ein Handelsprodukt der Warmerblick ist. Und vielleicht wollt ihr eben doch mal risch in den Staat. Und wir haben mal hochgerechnet, die ganzen Selbstverwalter, die ganzen BRD-Leugner, die ganzen gelben Scheinträger sind in der Summe so um die 13 Millionen. Und jeder von denen sagt, wir wollen die ordentlichen staatlichen Verhältnisse wieder haben und wir wollen unsere Staatsangehörigkeit und unsere Heimatscheine wieder haben. Muss Russland handeln. Weil 13 Millionen mal 300, das ist schon eine große Schutztruppe. Ja? Und das stelle ich einfach mal zur Diskussion. Und ich sage mal, wenn wir uns einig wären, deswegen ist das, hängt alles an dem Einigwerden, da haben wir gesagt, wie können wir denn so eine Organisation nennen? Da habe ich gesagt, einiges Deutschland wäre doch mal eine schöne Wählerorganisation. Da haben wir die gegründet im kaiserlichen Recht. Wir haben also jeden Funktionär auf der Gesetzgebung vom 27.10.1918 gewählt. Konnte uns niemand verbieten. Dann müssen die nicht in die Bundesrepublik schicken. Wir haben von denen nur verlangt, dass sie keine Personalausweise haben, die in der Wahlkommission sitzen. Das ist ja kein Problem. A11 abgeben, Personalausweis abgeben und damit haben wir die Wahlkommission auch ins Kaiserreich gebeamt. So, und im Kaiserreich sind sie rechtsfähig. So, das ist das, was wir gemacht haben. So, und der Bundeswahlleiter kann nichts dagegen machen. Es gibt keine Vorschrift, dass wir nicht zur Wahl zugelassen werden, wenn wir unsere Kandidaten dorthin schicken. Weil die sitzen ja auf einer ungültigen Gesetzgebung. Warmerblick ist kein Staat. Warmerblick ist eine Handelsorganisation. Die haben Kandidaten vom Bundestag gestellt. Der Bundestag ist eine Feinstaatenorganisation, wenn man vom Kaiserreich aus guckt. Und wenn das Bundesverfassungsgericht vom Deutschen Reich redet, muss man aufpassen, was die meinen. Meinen sie den Warmerblick oder meinen sie das Kaiserreich? Bis jetzt war es immer so, dass aus dem Textzusammenhang hervorging, dass es Kaiserreich meinen. Weil das ist der Staat. Sonst hätte die Bundesrepublik im Ausfertigungsdatum ja ein Datum der Warmerblick stehen.
Wenn die Bundesrepublik das kaiserliche Datum reinschreibt, weiß die Bundesrepublik, wer der Nießbrauchsgeber ist. Die Bundesrepublik sitzt im Nießbrauchsrecht, also als Besatzungskonstrukt. Und Nießbrauchsgeber ist sozusagen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz Kaiserreich. Wenn uns die Bundesrepublik erklärt, dass das Kaiserreich der Staat ist, haben wir da das Recht, denen das Gegenteil einzureden, dass wir aus dem Nazireich kommen oder dass wir aus der Weimarer Republik kommen? Nö. Wenn die BRD uns erklärt, dass der Staat das Kaiserreich ist, müssen wir noch nicht daran zweifeln. Aber wir haben das Recht, ordentliche Ausreise zu kriegen. Und das kriegt man eben über so eine Referendum über die Siegelrechte. Und dann mit dem Siegelrecht wählen wir die Verweser. Mit dem Verweser stellen wir die Einbürgerung auf die Beine, dass die alle zustimmen. Und mit der Einbürgerung können die Verweser auch den neuen Staatenbund wieder etablieren. Weil im kaiserlichen Recht war der Staatenbund Deutsches Reich ein Verein, deren Staaten Mitglieder waren. Und nach Vereinsrecht war es auch so, wenn der Verein keine Mitglieder mehr hatte, wurde er aufgelöst. Das ist der Grund, weshalb der Staatenbund Deutsches Reich heute nicht handlungsfähig ist, weil die Staaten keine Mitglieder stellen. Das ist der Grund. Alles, was wir machen müssen, ist Verweser haben. Und die Verweser müssen sagen, ja, die treffen sich jetzt in Berlin und tun den Staatenbund wieder besetzen mit Mitgliedern. Und mindestens 7 müssen es sein, sonst ist im Vereinsrecht kein Verein existent. Ja? So, und 26 lang also, wenn wir die 26 Verweser haben, kann der Staatenbund neu dargestellt werden. Es wäre natürlich zu fragen, wollen wir denn die alte Flagge nehmen, schwarz-weiß-rot, oder wollen wir uns eine neue überlegen? Da müssten wir dann kommunizieren. Viele könnten ja mit dem schwarz-weiß-rot im Prinzip den preußischen Militarismus verbinden. Da könnte man darüber nachdenken, dort ein anderes Symbol reinzumachen. Aber das müssen die Staaten entscheiden, das können wir nicht entscheiden. Wir können nur entscheiden, dass wir die Staatsangehörigkeit aus dem Staat wollen. Dafür kann ich euch noch Mut machen, dass ihr euch an dem Prozess mit beteiligt, indem man eben sagt, okay, wir gucken mal, wo unsere Siegelgrenzen sind und wo die Grenzen von den Bundesstaaten liegen, wo die Wahlkreisgrenzen sind und ob wir in dem Gebiet, sagen wir mal Hessen, eine Wahlkommission auf den Weg bringen. Da brauchen wir im Prinzip nur 10 Leute, 10, besser 11, die Dokumente angucken und die sich die Siegelrechte in irgendeinem Bundestagswahlkreis sichern, wo die Wahlkommission ihren Sitz hat. Also es sind 1000 Leute mit Flyer zu besorgen, dass die an einem bestimmten Tag in einem Gasthaus sich treffen, über das Siegel abstimmen und dann darf die Wahlkommission, die ihren Sitz in dem Bundestagswahlkreis hat, mit dem staatlichen Siegel Heimatscheine siegeln. Das ist erlaubt. Alles andere wäre Siegelmissbrauch, also strafrechtlich relevant. Man kann ja einfach ein kaiserliches Siegel nachahmen und damit Heimatscheine erzeugen. Man muss es mit einer Wahl machen. Und sobald die Wahl gelaufen ist, kann man in diesem Bundestagswahlkreis siegeln und man darf für den Rest, der draußen ist, Amtshilfe leisten. Und wir haben dann die Regel festgelegt, dass das im Verhältnis 80-20 passieren soll. Also dass zunächst einmal 80% der Arbeit in dem Bundestagswahlkreis passiert und 20% darf dann für außerhalb noch Amtshilfe geleistet werden, damit die sie gewählt haben, auch ihre Ausweise zeitig genug kriegen. Das ist alles. So, und wenn ihr das Konzept verstanden habt und Erfahrung habt, könnt ihr mich gerne noch fragen, dann würde ich das Video erstmal jetzt anhalten. Okay. Yeah.